Hallo liebe Bücherfreunde, ich bin Anni und das erste Halbjahr von 2022 ist vorbei, also es ist Zeit für den Mid-Year Freakout Tag. Diesen Tag habe ich letztes Jahr das erste Mal gemacht, letztes Jahr war aber auch mein erstes Booktube-Jahr, von daher passt das ganz gut zusammen und ich fand die Fragen tatsächlich ziemlich gut. So geht es, glaube ich, der gesamten Booktube-Welt, weil dieser Tag im Juni, Juli immer rumgeht. Und das hat halt auch seinen Grund, weil man mit diesen Fragen exzellent das erste Halbjahr Revue passieren lassen kann. Die guten Bücher, die schlechten Bücher, die Enttäuschungen, die Sachen, auf die man sich noch freut, die Dinge, die man verpasst hat, jede Menge Fragen. Um die kümmern wir uns heute auch und starten auch direkt mit Frage Nummer 1. Die Ermittlung des besten Buchs 2022 im ersten Halbjahr habe ich mich tatsächlich auf reine Daten und Fakten verlassen, denn ich habe geschaut, wer im System Corpile die meisten Punkte bekommen hat. Corpile ist ein Buchbewertungssystem der Booktuberin BookRose, das ich nutze und richtig gerne habe, weil man damit unglaublich viele Statistiken erfassen kann, was ich einfach total gerne mag. Und weil man auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten 7 Kategorien befüllt und damit am Ende eine Sternebewertung rausbekommt und die höchste Gesamtpunktzahl oder die höchste Durchschnittspunktzahl hat Eliza and Her Monsters von Francesca Zappia bekommen. Das habe ich Anfang des Jahres schon gelesen. Das hat mich total berührt und richtig umgehauen. Das erzählt die Geschichte von einem Mädchen, das im Geheimen einen Webcomic pflegt und damit quasi tatsächlich Berühmtheit erlangt hat, nur dass keiner weiß, wer sie in Wirklichkeit ist. Und in Wirklichkeit ist sie ein sehr schüchternes, sehr zurückhaltendes Mädchen, das tatsächlich ihre Freundschaften im Online pflegt und außerhalb kaum welche hat. Sie connectet auch nicht so richtig mit ihrer eigenen Familie, die total sportversessen und outdoorsy sind. So ist sie nicht. Sie liebt halt am meisten das Zeichnen und findet da so richtig ihre eigene Welt. Und dann kommt ein Junge an ihre Schule, der ein riesiger Fan von ihrem Webcomic ist. Und durch Zufall Skizzen findet, die sie dabei hat und denkt, dass sie ebenso ein großer Fan davon ist. Und weil sie hineingezogen wird in diese Freundschaft zu diesem Jungen, das erste Mal halt mit jemandem über die Dinge reden kann, die ihr wirklich etwas bedeuten, gleichzeitig aber natürlich verbirgt, wer sie eigentlich ist, stolpert sie auf einmal ins reale Leben. Und das war wirklich richtig, richtig berührend. Das war wunderschön erzählt. In diesem Buch sind auch total viele Ausschnitte von diesem Webcomic. Und das hat am Ende, ja, auf jeden Fall 5 Sterne bekommen, aber es hat halt tatsächlich auch in fast allen Kategorien 10 Punkte bekommen. Eigentlich ist dieser Tag wahrscheinlich dafür gedacht, pro Frage eine Antwort zu geben, aber das kann ich nicht, also gebe ich direkt 3 Antworten. Die erste Antwort ist Fire von Christine Cashaw, den zweiten Band der Graceling-Reihe, der mir vielleicht sogar besser gefallen hat als Graceling selber, einfach weil ich Fire als Figur wahnsinnig spannend fand und die gesamte Welt, die die Autorin in diesem zweiten Buch beschreibt, wirklich richtig faszinierend finde. Fire ist die Tochter eines Monsters und Monster sind in ihrer Welt Geschöpfe, die eine unfassbare Ausstrahlung und vor allen Dingen Attraktivität haben und die es normalen Menschen quasi unmöglich machen, ihnen zu widerstehen. Und ihr Vater war im wahrsten Sinne des Wortes ein Monster, denn er hat sich diese Ausstrahlung und Anziehungskraft zunutze gemacht und Menschen manipuliert und auch gewalttätig behandelt. Und Fire selber ist überhaupt nicht so und scheut aber tatsächlich die Gefahren, die ihr Ich quasi mit sich bringt. Und sie wird dann aber hineingezogen in eine politische Situation, in der sie Partei ergreifen muss, in der sie ihre Kräfte auch ausnutzen muss und muss für sich einen Weg finden zwischen dem Monster ihrer Gene und dem Menschen, der sie aber eigentlich ist. Das fand ich total spannend. Das war einfach ein richtig, richtig cooles Sequel. Und ich bin super gespannt darauf, wie die Reihe weitergeht, denn Christine Cashaw schreibt weitere Bücher. Außerdem habe ich Ever After Always, das ist der dritte Teil der Bergman Brothers Reihe, beziehungsweise in diesem Fall ein Bergman Sister Novel, und erzählt die Geschichte von Freya und ihrem Mann Aiden, die verheiratet sind und in eine Ehekrise schlittern. Und das sticht halt so ein bisschen aus dieser Romance-Serie heraus, wo wir eigentlich immer zwei Personen folgen, die sich kennenlernen und lieben lernen. Und in diesem Fall haben wir zwei Personen, die sich schon lieben, aber eben in einer Krise sind.
und da ihre eigenen Wege finden müssen, damit zurechtzukommen, mit ihren eigenen Problemen, mit ihren Eheproblemen und eben wieder zueinander finden. Und das hat mich sehr abgeholt und ist eines der Lieblingsbücher, die ich aus dieser Reihe habe, obwohl ich die halt alle total gerne mag. Aber ich glaube, bisher das einzige, das 5 Sterne von mir bekommen hat, einfach weil ich diesen Weg wieder zurück zueinander, dieses Nicht-Aufgeben-Wollen, total schön geschrieben fand. Und dann haben wir Die Feder eines Greifs von Cornelia Funke, der 2. Teil der Drachenreiter-Reihe, der ein 2. Teil ist, der sehr, sehr, sehr lange nach dem ersten Buch herausgekommen ist, was normalerweise Skepsis in mir weckt. Allerdings habe ich Drachenreiter irgendwann als Kind oder als Jugendliche vermeintlich gelesen. Zumindest steht das Buch bei mir im Schrank und ich konnte mich aber überhaupt nicht mehr dran erinnern und habe es als Hörbuch dieses Jahr wieder gehört und irgendwie hat es mich so richtig reingezogen und deswegen habe ich im Frühsommer auch tatsächlich den 2. Teil als Hörbuch gehört und wurde wieder abgeholt. Es geht um den jungen Ben, der einen Drachen kennengelernt hat in Band 1 und ihm auf einer Mission rund um die Welt gefolgt ist und jetzt wohnt er bei einer Familie, die sich dem Schutz von Fabelwesen verschrieben hat und sie haben eine neue Mission und zwar eine wahnsinnig gefährliche und müssen dafür erneut auf eine Reise gehen. Und Cornelia Funke ist eine wahnsinnig talentierte Fantasy-Autorin, das wusste ich auch schon vorher, aber dieses Buch hat einfach richtig Spaß gemacht. Es ist vor allen Dingen auch ein exzellentes Hörbuch, das kann ich nur empfehlen. Und ist deshalb mein 3. liebstes Sequel von 2022. Es gibt gar nicht mehr so viele New Releases von 2022, die ich noch nicht gelesen habe, was mich selber erstaunt hat, als ich auf meine Liste geguckt habe. Da sind noch ein paar, aber weniger als ich gedacht hätte. Aber eins steht tatsächlich schon in meinem Schrank und ich habe es immer noch nicht gelesen. Und das ist Firekeeper's Daughter von Angeline Boulay. Und das erzählt eine Thriller-Geschichte einer indigenen Autorin und einer indigenen Hauptfigur, nämlich Dornis Fontaine, die in einem Reservat lebt und eigentlich als halb weiße, halb Native American Person gerne einen Neustart am College machen wollte, wo sie nämlich Medizin studiert. Stattdessen muss sie aber bleiben und wird dann in einen Mordfall mit dem FBI hineingezogen. Und es ist tatsächlich ein ziemlich dickes Buch, was kein Grund dafür ist, dass ich es noch nicht gelesen habe. Ich entwickle tatsächlich gerade auch Tendenzen dazu, Bücher zu kaufen und nicht zu lesen. Die muss ich tatsächlich wieder abstellen. Aber das ist deswegen die Neuerscheinung aus diesem Jahr, die ich für diese Frage nenne. Im 2. Halbjahr kommen viele Bücher raus, die ich lesen möchte, aber ich nenne an dieser Stelle 2. Das erste ist Sea Sparrow, das ist nämlich eines der nächsten Bücher oder das nächste angekündigte Buch von Christine Cashaw aus der Graceling-Serie, in der wir wiederum einer Figur folgen, die wir jetzt schon kennengelernt haben, nämlich in Winterkeep und in Bitterblue. Und ich liebe diese Welt einfach, die ist so besonders und so spannend geschrieben, das sind so vielschichtige Figuren, das ist meistens total ruhig und trotzdem so bedeutsam erzählt, dass ich super happy darüber war, dass die Serie tatsächlich weiter erzählt wird. Und ich nenne Wie der Falke fliegt von Maggie Stiefvater, denn ich bin super happy darüber, dass der Knauer Verlag die Raven Boys Bücher nicht nur neu herausgebracht hat, weil man nämlich an die Printausgaben vorher einfach nicht gekommen ist, sondern dass der Knauer Verlag auch die Folgeserie auf Deutsch herausbringen wird oder zumindest erscheint im Herbst der 1. Teil, der nämlich anknüpft, glaube ich, an die Raven Boy Bücher, denn zumindest erzählte die Geschichte von mindestens 2 dieser Figuren weiter. 2 der Figuren, die ich sehr spannend fand, als ich die Originalbücher, die ersten 4 gelesen habe. Und deshalb bin ich total gespannt darauf, wohin die Reise geht und freue mich eben darauf, diese Geschichte dann lesen zu dürfen. Obwohl ich am Anfang gesagt habe, dass wir auch über die schlechten Bücher von 2022 reden, stimmt das eigentlich nicht. Es ist ein ziemlich positiver Tag, aber es gibt eben die Frage nach der größten Enttäuschung. Und die hat mich tatsächlich sehr getroffen. Denn Die Stadt aus Messing von S.A. Chakraborty ist in diesem Fall meine Antwort auf diese Frage, was wirklich richtig, richtig bitter ist, weil ich dieses Buch
so lange auf meinem Sub liegen hatte und mich so darauf gefreut habe und es ja auch in meinem Weltreise-TBR genannt habe und es konnte mich überhaupt nicht abholen. Ich habe die Welt nicht verstanden. Dieses Buch ist so unfassbar dick und ich habe nichts davon verstanden, was da vor sich geht. Die Figuren waren für mich irgendwie flach und inkonsistent. Ich hab nicht verstanden, was sie wollten und wohin ihre Reise gehen sollte, wer da eigentlich auf wessen Seite steht. Oder, naja, das war mir schon relativ klar, aber was diese Seiten bedeuten, das war mir nicht klar. Und dann wurde in allen Rezensionen, die ich gelesen hatte, von einem unfassbaren Showdown erzählt. Und ich habe diesen Showdown nicht gelesen. Also keine Ahnung, ob in meinem Buch ein paar Seiten fehlen, aber für mich war das nicht spektakulär. Und ich lese diese Serie auf jeden Fall nicht weiter. Dieses Buch wird ausziehen, nachdem ich es jetzt nochmal in die Kamera gehalten habe. Vielleicht findet es jemanden, der es besser mag, der es lieber mag, der diese Welt total spannend findet. Ich bin mega enttäuscht, weil ich mir wirklich so, so viel davon erhofft hatte. Aber wir haben auch zwei Bücher, die mich mega überrascht haben. Das erste ist Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht von Andrea Petkovic, eine Tennisspielerin, die ein Buch geschrieben hat, das so eine Art Non-Fiction-Essay-Band ist quasi, der über mehrere Anekdoten hinweg ein bisschen autobiografisch ihr Leben schildert, aber vor allen Dingen auch viel aus der Welt des Sports erzählt, immer sehr auf sich selbst bezogen, aber ich fand das total bereichernd zu lesen, obwohl ich nicht viel mit Tennis zu tun habe, tatsächlich eigentlich auch gar nicht gerne Tennis gucke. Natürlich weiß ich trotzdem, wer Andrea Petkovic ist, weil ich einfach auch ein Sportnerd bin und spätestens bei Olympia dann doch irgendwie vorm Fernseher sitzen würde, um Tennis zu gucken. Und sie hat eine spannende Lebensgeschichte, weil sie die Tochter von Migranteneltern ist und da gar nicht mal so einfach es für sie war, ihren Weg zu finden. Ihr Vater war Tennislehrer und hat sie an den Sport herangeführt. Sie war aber auch eine sehr, sehr gute Schülerin, die schon früh jonglieren musste zwischen Leistungssport und Schule. Sie hat viel, viel selber und alleine machen müssen als Jugendliche und junge Erwachsene. Sie hat sehr hohe Höhen erlebt und sehr, sehr tiefe Tiefen und berichtet viel über ihr Leben und auch viel über Literatur. Das fand ich total spannend. Und deswegen hat mich dieses Buch richtig, richtig überrascht und mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Und außerdem Vom Winde verweht von Margaret Mitchell. Dieser über 1100 Seiten lange Klassiker aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, der von der unsympathischsten Hauptfigur aller Zeiten erzählt. Der so wirkt, als wäre er eine Liebesgeschichte, was er absolut und überhaupt gar nicht ist und was für mich den Reiz ausgemacht hat. Denn die Geschichte von Scarlett O'Hara, die den einfachsten Weg sucht und ihr ganzes Leben lang einem Mann hinterher schmachtet, den sie eigentlich überhaupt nicht haben will, haben sollte, haben kann und alles darauf ausrichtet, ja, gut durchs Leben zu kommen und so viele Fehler macht und so fehlerbehaftet ist und in einer aufwühlenden Zeit lebt. Das war ein Buch, das echt eine Sogwirkung entwickelt hat, mit der ich nicht gerechnet hätte, das viel Spaß gemacht hat beim Lesen, das gleichzeitig so abscheulich war, weil halt Scarlett einfach furchtbar war und man wollte trotzdem weiter lesen und man wollte ihr trotzdem weiter folgen. Und deswegen war das tatsächlich eine meiner größten Überraschungen. Ich habe Schwierigkeiten damit, neue Lieblingsautoren zu nennen, habe aber letztes Jahr eine ziemlich gute Prognose gemacht, weil ich nämlich Holly Bourne genannt habe und das hat sich bewahrheitet. Ich habe seitdem weitere Bücher von ihr gelesen und muss tatsächlich sagen, das passte. In diesem Jahr würde ich Chloe Lise nennen, die Autorin der Bergman Brothers Bücher. Das ist zwar eine Reihe, die ich gelesen habe und bisher richtig, richtig großartig fand. Und normalerweise sage ich nicht gerne nach nur einer Reihe, dass jemand mein Lieblingsautor ist, aber ich bin da einfach mal mutig und nenne das so. Und darüber hinaus fand ich den Gedichtband von Nikita Jill, Great Goddesses, total toll. Der hat mir richtig Spaß gemacht beim Lesen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht eine moderne Dichterin ist, die mir, die nichts mit Gedichten zu tun hat, großen Spaß machen könnte. Zumindest habe ich ein weiteres Buch von ihr gekauft. Das liegt noch auf meinem Sub. Also werden wir mal schauen, ob sich das bewahrheiten wird.
Ich habe mich für einen entschieden, für einen neuen Crush. Aber ehrlich gesagt, crush ich selten. Aber trotzdem, ich kann es erklären. Ich nenne Ren Bergman aus dem zweiten Bergman Brothers Bücherbuch, was diese Serie jetzt schon das wievielte Mal aufbringt. Ich kann es erklären, weil ich nämlich jemand bin, der sehr anfällig ist für Sportromanzen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ein Sportnerd. Ich habe meine halbe Jugend einem Sport dahinterher gehimmelt. Und deswegen ist das kein Wunder, dass diese Figur, die ein professioneller Eishockeyspieler ist und wirklich ein toller Mensch ist, mir vielleicht ein kleines bisschen das Herz gestohlen hat. Ich mag Eishockey tatsächlich eigentlich nicht, aber Ren ist ein wirklich, wirklich großartiger Mensch und deswegen ist es meine Wahl für diese Frage. Einen Lieblingscharakter habe ich allerdings nicht. Und ich habe die Liste an Büchern, die ich dieses Jahr gelesen und gehört habe, mehrmals durchgeguckt. Ich möchte vielleicht M-Bot nennen. Das ist die KI von Spencers Raumschiff aus der Serie Skyward, wo ich Starsight Anfang Juni gelesen habe, weil M-Bot einfach eine unfassbar coole Figur ist. Er ist eine KI, die in einer kleinen Sinnkrise ist, die sehr daran arbeitet, zu adaptieren, was menschliche Gefühle sind, um eben besser zu werden, und der stark darüber nachdenkt, ob er eigentlich wirklich eine Persönlichkeit ist und hat. Und das fand ich total toll. Aber abgesehen davon muss ich sagen, dass ich viele Bücher mit großartigen Figuren gelesen habe, aber keine Lieblingsfigur nennen kann. Und dann ist das so. Ich weine nicht oft beim Lesen von Büchern, aber ich habe zwei Bücher, bei denen ich tatsächlich mindestens zu Tränen gerührt war. Das eine ist Eliza and Her Monsters. Das habe ich schon genannt. Das ist eines der Bücher, die ich als das Highlight von 2022 nennen möchte. Und das andere ist von Holly Bourne, die ich eben auch schon erwähnt habe. The Places I've Cried in Public. Unfassbar herzzerreißend und berührend und tragisch geschrieben und unfassbar gut geschrieben. Erzählt die Geschichte von einem jungen Mädchen, das in einer Beziehung gesteckt hat mit einem Jungen, von dem sie nicht loskommt und von der sie aber loskommen möchte, sodass sie sich Stück für Stück allem aussetzt, was in dieser Beziehung schiefgelaufen ist, und sich deshalb an all die Orte begibt, an denen sie wegen ihm in der Öffentlichkeit geweint hat. Und diese Reise mit ihr zu machen, durch all diese Tiefen der Beziehung und mit ihr zu sehen, wie kaputt er sie gemacht hat, das tat so weh und war am Ende bereichernd, weil es halt so toll gelöst wurde und so offen, ehrlich und auch demütig damit umgegangen wurde. Und gleichzeitig hat es mich so aufgeraut, das Buch zu lesen, dass es tatsächlich eine gute Wahl für diese Frage ist. Aber ich habe auch so viel Spaß beim Lesen gehabt. Nicht nur mit dem Buch, was ich für diese Frage ausgewählt habe, sondern mit so, so vielen Büchern dieses Jahr. Es ist ein tolles Lesejahr, es ist ein mega erfüllendes Lesejahr, es ist ein total abwechslungsreiches Lesejahr. Aber eines, das heraussticht, ist Tochter der Tiefe von Rick Riordan. Einfach, weil ich ein Rick Riordan-Fan bin, weil ich dieses Buch so ersehnt habe. Das erste, was nichts mit Göttern und Halbgöttern zu tun hat. Das Buch, das auf der Geschichte von 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne fußt, das die Geschichte von Anna Dakar erzählt, die eine Nachfahrin ist von Captain Nemo und so eine spannende Welt geschaffen hat. Das ist richtig, richtig krass gewesen. Ich weiß nicht, was ich für Erwartungen hatte, aber am Ende sind sie, glaube ich, übertroffen worden und dieses Buch hat so viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich noch daran, dass ich es an einem Feiertag komplett in einem Rutsch gelesen habe und am liebsten wieder von vorne angefangen hätte. Und obwohl ich ein wasserscheuer Mensch bin und wirklich keine Sehnsucht habe nach der großen Weite des Ozeans, möchte ich jetzt doch tauchen lernen und auf diese Schule gehen und all diese Dinge sehen und lernen und erleben. Und das ist Rick Riordans große Kunst, ein Worldbuilding und Charaktere, die einen umhauen und begeistern. Und dass er das mit einem einzelnen Band wieder geschafft hat, zeigt einfach, was für ein toller Autor er ist. Ich habe ziemlich viele Bücher dieses Jahr gekauft,
Aber ich habe ein Cover ausgewählt, das da so ein bisschen heraussticht und das ich deshalb als das schönste Cover nennen möchte. Und zwar Butter von Asako Yuzuki, das ich übrigens auch noch nicht gelesen habe, obwohl es auf meinem Sub versauert. Ich finde einfach, dieses Buch hat so eine richtig tolle Farbkombination und sticht so total heraus und macht mega neugierig. Und es gefällt mir einfach richtig gut. Womit wir bei der letzten Frage angekommen sind, welche Bücher ich dieses Jahr noch lesen möchte. Und dazu gehören natürlich die Bücher, die schon auf meinem Sub liegen, die ich schon genannt und gezeigt habe, die ich noch nicht gelesen habe, die noch herauskommen natürlich auch, auf die freue ich mich total. Aber ich habe auch noch drei weitere Bücher ausgewählt, die ich außerhalb von diesen Büchern jetzt nennen möchte. Und das sind teilweise Bücher, die auch auf meinem Sub liegen, die ich mir jetzt aber als Priorisierung rausschreiben möchte. Darunter Scholarmons 2, der letzte Absolvent. Und super clever wie ich bin, ist das auf meinem Juli-TBR. Also ist es jetzt auch ganz bald soweit, dass ich das Buch tatsächlich lese. Dann hätten wir Das Erbe der Elfen von Andrzej Sapkowski. Das ist der erste richtige Witcher-Band, denn ich habe jetzt ja die zwei Kurzgeschichtenbände, die davor angesiedelt sind, gelesen. Also wird es Zeit, dass ich mit der tatsächlichen Reihe auch beginne und bin sehr, sehr gespannt darauf, was mich da erwartet und ob ich dann endlich mich traue, in der Netflix-Reihe auch weiter zu gucken, denn ich habe bis jetzt die erste oder vielleicht sogar die ersten zwei Folgen gesehen und habe mich dann aber nicht getraut, weiter zu gucken, damit ich mich nicht eventuell spoilere. Deswegen wäre es ganz toll, wenn ich zu diesem Buch auch bald kommen würde. Und zuletzt habe ich Eine Weihnachtsmaus namens Mika aufgeschrieben. Und da meine ich ganz explizit das Hörbuch, denn das wird gelesen von Rufus Beck. Und dieses Buch, bei dem ich keine Ahnung habe, worum es inhaltlich geht, gehört zu der Reihe um Ein Junge namens Weihnacht von Matt Haig, die ich einfach richtig liebe. Das ist eine meiner liebsten Weihnachtsgeschichten von dem kleinen jungen Nikolaus, der Nikolaus, der zum Weihnachtsmann wird und ein fantastisches Abenteuer erlebt. Und einer seiner Gefährten ist die kleine Maus Mika. Und Mika bekommt jetzt ein eigenes Buch. Und das liest wieder Rufus Beck, der die anderen Bücher auch schon eingelesen hat. Und ja, Rufus Beck hat eine großartige Stimme und gibt dieser Welt einfach so seinen ganz eigenen Zauber. Irritierenderweise kommt das Hörbuch schon im September raus. Ich glaube, ich werde es mir aber trotzdem für die Weihnachtszeit auch sparen. Aber das ist auf jeden Fall ein weiteres Buch, das ich in der zweiten Hälfte von 2022 noch lesen möchte. Das waren sie, die Fragen des Mid-Year Book Freakout Tags. Und ein kleiner Rückblick auf mein Jahr 2022 bis hierher. Letztes Jahr bin ich ziemlich viel auf meine Statistiken eingegangen, das habe ich dieses Mal nicht gemacht. Wenn ihr aber Interesse daran habt, dass ich da vielleicht auch ein paar Worte zu verliere, dann habe ich auf jeden Fall Lust darauf, da ein eigenes kleines Video zuzumachen. Denn es sind tatsächlich schon über 100 Bücher, ich glaube über 130 Bücher mit meinen Hörbüchern. Das heißt, ich habe eine ganze Menge an coolen Statistiken und Tortendiagrammen zu zeigen. Wenn ihr denn Lust drauf habt, schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ansonsten, was waren eure Highlights? Welche Bücher warten auf euch noch in 2022? Und wenn ihr mögt, welche Bücher haben euch dieses Jahr bisher enttäuscht? Auch da würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen, auf dass wir da noch ein kleines bisschen über Bücher quatschen können. Ich verabschiede mich jetzt zurück in die Welt dieser Bücher, ganz vieler anderer Bücher, denn es wartet noch ein ganzes Halbjahr voller wunderbarer Leseabenteuer auf mich und auf euch, auf uns alle. Bis zum nächsten Mal.